Schönen guten Abend, liebe Freunde der Geisteswissenschaft. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen anthroposophischen Vortrag im Rahmen unseres Kulturprogramms der Holiversität in Zusammenarbeit mit der Rudolf Steiner Gesellschaft. Heute Abend sehen und hören wir Dr. Michael Birnthaler. Lieber Michael, ganz herzlich willkommen und vielen herzlichen Dank für dein Engagement für die Freunde der Geisteswissenschaft heute Abend. Ich möchte ein paar Worte zu dir und deinem Wirken sagen. Michael Birnthaler ist Erlebnispädagoge, Buchautor sowie Gründer und Leiter der Organisation EOS Erlebnispädagogik. Zudem ist er Dozent an verschiedenen Hochschulen, Vortragsredner und Trainer im Bereich der Teamentwicklung. Mit der EOS, wie wir sie nennen, ist er auch Eigentümer und Veranstalter von Schloss Hohenfels. Und das ist ein Begegnungsort mit Geschichte für Weltenwandler der Vergangenheit und Zukunftsgestalter von heute. Mit den Initiativen der Rudolf-Steiner-Gesellschaft, nämlich dem Bündnis Soziale Dreigliederung und auch mit dem Bündnis Autonome Wirtschaft, stehen wir im regen Austausch und Kooperation zu den Weltenwandlern. Aber nun zum heutigen Abend. Heute Abend wird uns Michael Birnthaler den umgekehrten Kultus näherbringen, so wie er von Rudolf Steiner als Arbeitsmethode für Gemeinschaften und Gruppen gegeben wurde. Wir werden auch davon hören, was die tiefgreifende Arbeit an einem Thema für die Menschen, die sich in einer Gruppe begegnen, bewirken kann. Freuen Sie sich nun mit mir auf Dr. Michael Birnthaler und seinen Vortrag über den umgekehrten Kultus. Lieber Michael, damit übergebe ich nun das Wort und das Bild für deinen Vortrag an dich. Ich bin sehr dankbar, über dieses Thema umgekehrter Kultus heute mit euch reden zu dürfen. Weil ich habe den Eindruck, dass dieses Thema des umgekehrten Kultus eines der größten und wichtigsten Themen ist, die Rudolf Steiner überhaupt versucht hat anzuregen. Und eines der Impulse von Rudolf Steiner war, der eben leider auch liegen geblieben ist, wie viele andere Impulse von Rudolf Steiner nicht wirklich gut aufgegriffen worden sind. Aber ich glaube, es gibt kaum eine größere Tragik bei irgendeinem Impuls, der liegen geblieben ist, wie bei diesem Impuls vom umgekehrten Kultus. Also es ist wirklich sehr, sehr dramatisch und auch traurig, dass der Impuls des umgekehrten Kultus so wenig aufgegriffen worden ist und das bis heute. Wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, dann würde ich gerne einfach mal euch fragen wollen, wer von euch denn überhaupt vom umgekehrten Kultus schon einmal etwas gehört hat. Aber ich vermute mal, dass relativ wenig Menschen sich mit dem umgekehrten Kultus intensiv beschäftigt haben. Obwohl das Thema des umgekehrten Kultus eventuell eines der Themen war für Rudolf Steiner, was für ihn eines der wichtigsten Themen in seinem Leben war. Und das zeigt ja schon der Begriff Kultus. Er hat nämlich diesen Begriff Kultus eigentlich nur dreimal in seinem Leben verwendet. Also er hat drei Kultusformen begründet. Und merkwürdigerweise ist eben dieser umgekehrte Kultus genau dieser sogenannte soziale Kultus. Und wir wissen ja auch alle, dass heute das Soziale in unserer Gesellschaft und insgesamt in der gesamten Welt am meisten leidet. Deswegen bin ich eigentlich auch so erschüttert, warum genau dieser soziale Kultus, also dieser umgekehrte Kultus, heute derjenige der drei Kultusformen ist, der am wenigsten aus der gesamten Anthroposophie aufgegriffen worden ist. Und das, obwohl Rudolf Steiner so einen großen Wert auf diesen umgekehrten Kultus eigentlich gelegt hat. Und jetzt will ich einfach mal beschreiben, wie es zu diesem umgekehrten Kultus gekommen ist. Die Geschichte eben ist merkwürdig genug eigentlich mit diesem umgekehrten Kultus. Und zwar war dieser umgekehrte Kultus eigentlich von Rudolf Steiner ein Geburtstagsgeschenk. Also er ist am 27. Februar 1923 ist dieser umgekehrte Kultus geboren. Und für diejenigen, die sich in der anthroposophischen Geschichte ein bisschen auskennen, wissen ja, was das für ein besonderes Datum war.
27. Februar 1923. Also 2 Monate nach dem Brand des Goetheanums. Das ist ja merkwürdig, weil er beginnt diesen Vortrag, den er hält am 27. Februar, mit etwas wirklich sehr Überraschendem. Er sagt nämlich: Jetzt 2 Monate nach dem Brand des Goetheanums müssen wir zurückblicken auf den Brand des Goetheanums und müssen ehrlich Selbstprüfung betreiben und müssen uns fragen, warum ist eigentlich das Goetheanum abgebrannt? Und jetzt gibt er zwei wirklich sehr bemerkenswerte Antworten. Warum ist das Goetheanum abgebrannt? Und es gibt ja heute unendlich viele Spekulationen, warum das Goetheanum vielleicht abgebrannt ist. Und natürlich sagen alle, na ja, es war ja einfach von den Gegnern war das irgendwie eine Brandstiftung. Natürlich, das ist schon richtig. Aber in diesem Vortrag an seinem Geburtstag, 27. Februar 1923, gibt er zum ersten Mal auch öffentlich eine ganz ehrliche Antwort. Und zwar sagt er: Erstens, das Goetheanum ist deswegen abgebrannt, weil unter den Anthroposophen so unvorstellbar viel Streit herrscht. Und das ist wirklich schlimm, weil wenn man überlegt, warum sagt er, das Goetheanum brennt ab, weil Streit unter den Anthroposophen herrscht, dann hat er das wahrscheinlich deswegen gesagt, wie er schon im Voraus vorhergesagt hatte, das Goetheanum ist in Gefahr, dass, wenn es nicht ein geistiges Schutzschild bekommt durch den Frieden unter den Anthroposophen, so hat er das mal formuliert, so in dieser Art: Die Anthroposophen würden durch ihren Frieden und durch ihre gute Zusammenarbeit, durch ihr geistiges Arbeiten, müssten die Anthroposophen ein geistiges Schutzschild für das Goetheanum errichten können. Und 2 Monate nach dem Brand sagt er, dieses geistige Schutzschild für das Goetheanum ist nicht entstanden. Dieses geistige Schutzschild war nicht vorhanden, weil die Anthroposophen, statt dass sie gemeinsam und miteinander arbeiten, mehr gegeneinander gearbeitet hatten. Deswegen ist dieses geistige Schutzschild nicht entstanden. Und deswegen konnte eben diese Brandstiftung überhaupt auch stattfinden. Natürlich war es eine Brandstiftung, aber die Brandstiftung ist ermöglicht worden, weil die Anthroposophen nicht genügend Kraft unter sich durch ein Miteinander, ja, durch ein gemeinsames an einer Vision schaffen erreicht hatten. Das ist der Grund eins gewesen. Und so hat er den Vortrag eigentlich auch schon begonnen. Und jetzt nennt er den zweiten Grund. Der ist natürlich auch sehr beachtlich. Er sagt nämlich, dieser Streit hat wiederum einen Grund. Und der Grund, warum die Anthroposophen, und das ist etwas, was wir bis heute überlegen müssen, der Grund, warum unter den Anthroposophen so unvorstellbar viel gestritten wird, ist, und ich werde es nachher vorlesen, weil das ist jetzt ein bisschen heikel, wenn ich das äußere, der Grund des Streits unter den Anthroposophen überhaupt ja auch, und besonders aber unter den Anthroposophen, ist, weil sie zu sehr die Anthroposophie ausschließlich und vor allem über den Kopf intellektualistisch aufgenommen haben und nicht mit dem Herzen aufgenommen haben. Also dieser unselige Intellektualismus unter den Anthroposophen hat dazu geführt, dass die Anthroposophen nicht in Frieden miteinander kommen konnten, sondern sich entzweit hätten. Weil er sagt, das reine Denken der Anthroposophie vereinsamt die Menschen. Denken kann man bei sich im stillen Kämmerlein. Und das ist nicht schwer, die Anthroposophie nur zu denken. Und das reicht nicht. Und wenn man das so ausschließlich oder so einseitig tut, die Anthroposophie zu denken und in ihrem logischen Gebäude zu entschlüsseln, dann würde das dazu führen, dass sich die Anthroposophen untereinander entfremden würden. Das würde dann wiederum dazu führen, dass unter den Anthroposophen einfach auch eine Distanz entsteht und dann kommt der Streit. Aber das schon mal als Einleitung. Warum ist das Goetheanum abgebrannt? Durch Streit. Und der Streit ist entstanden durch Intellektualismus unter den Anthroposophen. Und jetzt
geht es weiter in dem Vortrag, an seinem Geburtstagsvortrag. Jetzt sagt er, es gibt eigentlich nur ein einziges starkes Gegenmittel. Und das ist eben analog zu dem, was die Kraft des Streites ausmacht. Da muss eine Balance herstellen. Der Streit hat eine bestimmte Kraft, weil sie unter Anthroposophen stattfindet, also unter spirituellen Menschen findet der Streit statt. Also braucht es zu dieser Kraft des Streites auch wieder ein Analogum, also etwas, was ähnlich starke Kraft hat zum Verbinden. Und dieses Verbindende, so Rudolf Steiner, ist nur möglich, indem die Menschen eben diesen sogenannten umgekehrten Kultus praktizieren würden. Nur dieser umgekehrte Kultus, weil er eben diese ausgleichende Kraft hätte zu der, einerseits zu dieser Kraft, die im Streit entsteht, müsste etwas entstehen, was adäquat ist mit einer gleich großen Kraft, die wieder verbindet. Also hier gibt es eine zentrifugale Kraft, die ist sehr, sehr groß unter den Anthroposophen, und die kann aber nicht überwunden werden durch normale, ich sage mal, Mediationsmöglichkeiten oder durch soziale Geschicklichkeit. Das würde nicht funktionieren, sondern was es braucht, damals und heute eigentlich, wenn die anthroposophische Bewegung eigentlich eine starke, in sich kohärente Bewegung sein will, braucht es die Kraft des umgekehrten Kultus. Das ist eigentlich das Tragische, wenn wir heute sehen, wie sehr sich die anthroposophische Bewegung, die anthroposophische Welt eigentlich zersplittert. Ja, das ist ja nichts, was ja ein Geheimnis ist. Also das erleben, glaube ich, alle, wie sehr sich die, Rudolf Steiner spricht schon damals von einer Atomisierung der Anthroposophen, eine Atomisierung der anthroposophischen Initiativen. Jeder strebt in eine andere Richtung. Also da hätte ich gern auch nochmal gehört von euch, wie ihr das erlebt. Aber ich vermute, dass viele unter euch sind, die das wahrscheinlich auch ähnlich erleben, dass das die große Herausforderung ist, heute für die anthroposophische Bewegung in ein Miteinander zu kommen, in einen Frieden untereinander zu kommen. Und ich glaube, das Tragische ist, dass Rudolf Steiner damals das erklärt hat an seinem Geburtstag und gesagt hat, es gibt eine Methode und bitte übt und pflegt diese Methode. Und wenn ihr diese Methode übt, dann entsteht dadurch die Möglichkeit, dass ihr mit dieser Methode und nur mit dieser Methode eigentlich in die Lage kommt, eine starke anthroposophische Bewegung, die in sich im Sozialen gut konfiguriert ist, gut konstituiert ist, dass ihr eine starke anthroposophische Bewegung ins Rollen bringen könnt. Aber dadurch, dass der umgekehrte Kultus heute eigentlich in mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist, erleben wir auf der anderen Seite, dass er fehlt unter allen anthroposophischen oder auch spirituellen Bewegungen, dass heute die Integrationskraft eigentlich fehlt. Und so erleben wir eigentlich eine anthroposophische Bewegung, die im Niedergang ist, die zersplittert, die atomisiert. So, und das ist eigentlich das, was ich heute von meiner Seite auch als wie eine Art Aufruf oder Botschaft oder auch Bitte als Appell mitgeben wollte, dass es so dringend wäre, dass wir uns mit dieser Methode des umgekehrten Kultus heute wieder neu, nach 100 Jahren, es sind jetzt recht genau 100 Jahre vorbei, mit dieser Methode des umgekehrten Kultus beschäftigen sollten. Weil in dieser Methode so viel Potenzial steckt, die anthroposophische Bewegung wieder in ein Aufwärts, in ein Blühen zu bringen. Und das wollte ich eigentlich so mal als großes Ganzes voranstellen, bevor ich da in die, vielleicht in die Einzelheiten reingehe, wollte ich das einfach nochmal so erstmal darstellen, was hinter dem steht, was Rudolf Steiner am 27. Februar 23 mit dem umgekehrten Kultus gewollt hatte. So viel quasi zum Einstieg von meiner Seite. Ja, vielleicht mag ich gleich mal die Gelegenheit ergreifen, diese Thematik über diesen umgekehrten Kultus in den intensiven, ja auch sozialen Austausch zu kommen, diese soziale Komponente darin zu erleben, die erlebe ich selber ja schon immer wieder mal in sehr kleinen Gruppen als
eine Herausforderung, als eine Schwierigkeit für eine anthroposophische Gesellschaft oder für Gruppen, gesellschaftliche Bewegungen, muss ich eigentlich sagen, ist es natürlich eine extreme Herausforderung. Da suche ich selber noch ein Bild dafür, wie könnte das gelingen, über so viele Menschen hinweg diese soziale Brücke zu schlagen. Jetzt wäre es schön, einfach mal von euch zu hören. Ich lese jetzt im Chat, dass es doch einige gibt, die davon noch gar nichts gehört haben, vom umgekehrten Kultus. Vielleicht kann man mal in einem, wenn ihr da einfach mal die Hand hebt von euch, die vom umgekehrten Kultus, also die digitale Hand hebt, wer vom umgekehrten Kultus noch nie irgendwas gehört hat. Oh ja, doch eine ganze Menge. Doch eine ganze Menge, ja. Günther, hast du den gesamten Überblick, wie viele es sind? Ja, ich sehe jetzt 22, 23 Hände hoch. Und vielleicht sollte man das auch nochmal ansagen, dass wenn wir jetzt ins Gespräch kommen wollen, dass wir wieder mit dieser digitalen Hand heben, dann Ja. müsstest du und ich oder wir beide müssten sehen können, wer denn das Gespräch oder eine Frage für dich hat. Ja, genau. Aber Ja, ich glaube, danke. jetzt könnte ich doch einfach, das spüre ich jetzt, noch ein bisschen was über die Geschichte vom umgekehrten Kultus erzählen. Oder was meint ihr? Ich sehe ein bisschen nicken. Also ich werde jetzt ein bisschen noch mal was Näheres über den umgekehrten Kultus sagen. Die Geschichte vom umgekehrten Kultus ist famos genug eigentlich, weil, wie gesagt, es waren mehrere Wochen erst nach dem Brand des Goetheanums und merkwürdigerweise war es so, dass nach dem Brand vom Goetheanum sich die Anthroposophen gegenseitig die Finger aufeinander gezeigt haben und gesagt haben, du bist schuld gewesen, du bist schuld gewesen, ihr wart schuld, nein, ihr wart schuld am Brand vom Goetheanum. Also die älteren Anthroposophen haben den jüngeren Anthroposophen mit Fingern gezeigt und haben gesagt, ihr habt Rudolf Steiner abgehalten von der spirituellen Arbeit, ihr habt ihn zu sehr beansprucht mit euren ständigen Fragen. Und so ging das die ganze Zeit. Also so war einfach auch schon die Grundlage für diesen Streit vorhanden. Und Rudolf Steiner war es leid, diesen ständigen Streit und diese ständige Besserwisserei unter den Anthroposophen aushalten zu müssen. Und dann hat er sich ziemlich schnell entschlossen, dass er alle Anthroposophen, alle Mitglieder der Gesellschaft wollte er versammeln, damit er einfach mal vor allen sprechen kann und hören kann, wie es bei denen eigentlich steht. Und ob er noch eine Möglichkeit gibt, quasi diese Querelen irgendwie zu schlichten. Und dann hat man den Termin vereinbart und komischerweise war es eben genau dann sein Geburtstag. Also es war eine große Tagung in Stuttgart, da waren dann über 1000 Menschen waren dann versammelt, über 1000 Anthroposophen, also wesentlich mehr wie bei der Weihnachtstagung dann. Also so eine große Versammlung von Anthroposophen hat es selten gegeben, weil Rudolf Steiner hat damals richtig auf den Tisch geschlagen und hat gesagt, jetzt ist der Moment, wo alle kommen müssen. Sonst, wenn nichts passiert, werden wir als anthroposophische Bewegung einfach vollständig in den Niedergang gehen müssen. Und er hat es wirklich auch ernst gemeint damit. Und dann hat man den Termin gemacht und das war vom 25. Februar bis 1. März 1923. Und die ersten Tage hat Rudolf Steiners hat's noch nie gegeben. Die ersten Tage hat Rudolf Steiner geschwiegen. Also er hat 2 Tage lang nichts gesagt und hatte nur immer zugehört, wie alle aufeinander hergefallen sind. Ältere, Jüngere, die Platoniker, die Aristoteliker, alle haben gesagt, wir können es nicht mehr mit euch aushalten. Und dann kam eben dieser Vortrag am 27. Februar. Also quasi, das hatte sich ein bisschen aufgehoben, diesen Vortrag, weil er nur beobachtet hatte, 2 Tage lang nur mal quasi in die Menschen mit seinem seherischen Blick mal diese Energien aufgenommen, die in diesem Saal in Stuttgart waren. Und dann hat er am 27. Februar zum ersten Mal das Wort ergriffen. Das war aber an diesem Abend dann so gewaltig, da gibt es Berichte von diesem Vortrag, also vom 27. Februar, und in diesen Berichten hört man, wie dann Rudolf Steiner gleich am Anfang von dem Vortrag, eben wie ich es vorhin beschrieben habe, komplett unerwartet, gleich
die Karten auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, liebe Freunde, so geht's nicht weiter. Das Goetheanum ist abgebrannt, weil unter uns viel zu viel Streit herrscht. Dann waren natürlich alle schockiert. Und es gibt Berichte, in denen nachzulesen ist, dass reihenweise die Anwesenden geweint hatten. Sie hatten geheult bei dieser. Also so ist es denen nachgegangen, dass es so einige da saßen und vor Überraschung und weil Rudolf Steiner so ernst gesprochen hat und erstmal erklärt hat, wie schlimm es eigentlich ist, das Goetheanum verloren zu haben. Und dann hat er erklärt, warum das Goetheanum eigentlich abgebrannt ist. Und es hat dann alles so tief getroffen, dass man lesen kann, dass reihenweise die Menschen dabei geweint hatten. Und dann kann man in den Berichten lesen von diesem fulminanten Vortrag von Rudolf Steiner, dass er dann beschrieben hat, was eigentlich er erhofft hatte von den Anthroposophen. Und zwar, um es kurz zu sagen, er hatte gedacht, die Anthroposophen würden in die Lage kommen, dass sie untereinander so fein und so achtsam umgehen lernen würden, dass unter ihnen so etwas entstehen könnte, wie dass sie sich wesensmäßig erkennen könnten. Also wenn zwei Menschen, die spirituell geschult sind, anthroposophisch geschult sind, so war die Hoffnung von Steiner, sich begegnen, dann wäre das nicht einfach nur irgendeine Begegnung, die man so landläufig hat, sondern er hatte gedacht, eigentlich müssten die Anthroposophen durch ihre Schulung so weit sein, dass wenn Begegnungen stattfinden zwischen zwei Anthroposophen, dass da eigentlich eine Wesensbegegnung stattfinden sollte. Und diese Wesensbegegnung unter den Anthroposophen hat eben in der Regel anscheinend nicht stattgefunden. Und stattdessen hatte man sich ausgetauscht über Theoriesysteme, hat man sich ausgetauscht darüber, wie man die Anthroposophie interpretiert, hat man sich eigentlich mehr oder weniger dann wieder voneinander abgegrenzt, indem man sagt, meine Exegese von dem Vortrag so und so ist diese, deine Exegese, deine Auslegung vom Vortrag ist diese und jene, und ich bin sicher, ich habe recht. Und dann ist das Ganze entstanden, was man ja so gut kennt. Man zitiert Steiner rauf und runter und benutzt die Steiner-Zitate eigentlich wie eine Waffe, um den anderen mit seinen Zitaten und Argumenten wie Schachmatt zu setzen. Und das war das, was eigentlich ihn am meisten frustriert hatte und erschüttert hatte. Dass er nicht ausreichend erleben konnte, dass Anthroposophen so spirituell entwickelt waren, dass in den Begegnungen unter ihnen so etwas, er hatte das bezeichnet, als ein Aufwachen stattfindet. Ja, das war eigentlich das, was er erwartet hatte. Wenn sich zwei Menschen, die spirituell geschult sind, begegnen und dann würde nämlich etwas entstehen können, was bei Menschen, die nicht spirituell geschult sind, nicht entstehen kann oder könnte so einfach, das ist eben dieses Aufwachen. Er hat es beschrieben, das Aufwachen am geistig-seelischen des anderen. Und das war eigentlich seine große Botschaft in diesem Vortrag. Und er hat beschrieben, wie unendlich wichtig es ist, dass die Anthroposophen lernen, wenn sie unter sich sind, dass sie dann in den Begegnungen am geistig-seelischen des anderen aufwachen würden. Das muss gelernt sein. Wie das eben stattfindet, das hat er dann in dem Vortrag erklärt, das hat er dann beschrieben. Er hat das nämlich beschrieben dann genau so wie eben diesen umgekehrten Kultus. Und das Herzstück des umgekehrten Kultus, das war eben diese Begegnungsfähigkeit. Und ich weiß nicht, wer von euch das schon mal erlebt hat, wie komplett unterschiedlich das ist, wenn man quasi so eine Alltagsbegegnung hat oder wenn man eine Begegnung hat mit einem Menschen und plötzlich fühlt man in dieser Begegnung, das fühlt sich so unvorstellbar vertraut an. Ja, dieser Mensch, den habe ich vielleicht erst seit einer halben Stunde kennengelernt und ich bin mit ihm jetzt seit einer halben Stunde im Gespräch.
Aber dieses Gespräch ist so wahrhaftig und ist so von Interesse geleitet und hat so mit offenen Ohren zu tun und nicht mit Besserwisserei und nicht mit den anderen belehren und sich nicht über GA und Steiner-Zitate auszutauschen, sondern das ist genau umgekehrt. Das ist ein Hören, ein Lauschen, ein sich interessieren am anderen, eine Art, aus dem anderen das Wesen wie herauszusaugen, herauszuholen, quasi sich so zu öffnen, dass in diesem offenen Raum so etwas entstehen kann wie eine Sogwirkung. Ja, etwas, was durch Interesse so stark werden kann, dass das Interesse manifest wird als Sog, dass sich der andere wesenhaft, also in seinem Innersten, wie aussprechen kann und will. Also das ist so eine Art Vertrauensebene, die in solchen Gesprächen dann erzeugt werden kann. Und ich würde jetzt wahnsinnig gern eigentlich euch im Seminarraum haben oder irgendwo mit euch darüber zu sprechen, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Also diese zwei Unterschiede. Ja, man ist so ganz normal miteinander in Kontakt über den Kopf und spricht und spricht und spricht. Und Steiner sagt, es gibt Menschen, die sind 10 Jahre miteinander verheiratet und kennen sich nicht. So etwas gibt es, weil sie nicht gelernt haben, quasi wesenhaft miteinander zu sprechen und sich auch Interesse zu haben, den anderen auch im tiefsten, innersten, individuellen Kern kennenlernen zu wollen. Und wenn das nicht stattfindet, und das ist eigentlich der Schlüssel zum Verständnis vom umgekehrten Kultus, wenn das stattfindet, also dieses Erwachen am geistig-seelischen des anderen, dann würde dieses Erwachen dazu führen, wenn das eben in einer Gruppe stattfindet, dass dieses Erwachen dazu führt, dass dann eine Atmosphäre in einem Raum entstehen könnte. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Also dieses, wie ich es vorhin beschrieben habe, diese Sogwirkung, die entsteht durch das riesige Interesse am anderen. Diese Sogwirkung, was bewirkt diese Sogwirkung? Und jetzt kommt der eigentliche Schlüssel. Jetzt kommt das eigentliche riesige Geheimnis, das Rudolf Steiner damals an seinem Geburtstag diesen 1000 Menschen versucht hat zu erklären, was aber irgendwie nicht funktioniert hat. Und ich kann es verstehen, es ist nicht einfach, man kann es nicht einfach, man muss es erlebt haben. Das ist das Problem. Wenn man es nur hört, dann vergisst man es schnell wieder. Man muss es erlebt haben. Also, was ist dieses große Geheimnis vom umgekehrten Kultus? Und er sagt, es ist so, wenn eine Gruppe von Menschen, die wirklich ernsthaft Interesse hat aneinander und an der Sache, die Idealismus entwickelt hat, dann würde in dieser Gruppe eine Sogwirkung entstehen. Und diese Gruppe, wenn man das hellsichtig, und viele von euch kennen das ja auch, wenn man diese Gruppe hellsichtig anschauen würde, dann würde diese Gruppe, die dieses riesige Interesse entwickelt, würde dann wie so eine Art ätherische Schale aufbauen. Sie würde eine ätherische Schale, eine Art Kelch, würde diese Gruppe dann darstellen. Und wenn diese Sogwirkung quasi in dieser Gruppe entstanden wäre, dann würde diese Sogwirkung dazu führen, dass in diesem Kelch der Gruppe quasi ein anderes, ein höheres Wesen angezogen werden könnte. Weil diese Gruppe hätte quasi wie so eine Art magische Kraft entwickelt. Und diese magische Kraft, die wäre eine Anziehungskraft, die dazu führen würde, dass eben höhere geistige Wesen von dieser Kraft dieser Gruppe, die den umgekehrten Kultus beherrscht, und nur von Gruppen, die den umgekehrten Kultus beherrschen. Es gibt natürlich Gruppen, die das instinktiv richtig machen. Und von Gruppen, die den umgekehrten Kultus beherrschen würden, würde diese Schale entstehen und diese Sogwirkung würde dazu führen, dass höhere geistige Wesen in diese Gruppe sich hereinsenken würden. So war das Rudolf Steiner beschrieben. Und das war sein Vortrag an seinem 62. Geburtstag am 27. Februar 23, als er tausenden Menschen dieses
unvorstellbare Geheimnis von einem dritten Kultus, also der sakramentale Kultus und der soziale Kultus, diesen sozialen Kultus eigentlich beschrieben hatte. Und wo er sagte, nur wenn ihr in der Lage seid, diesen sozialen Kultus zu üben und nach immer mehr zu beherrschen, nur dadurch könnten dann diese Engelwesen, also diese, er spricht von neuen Gruppenseelen, diese neuen Gruppenseelen würden sich dann nach und nach durch die Hilfe dieser Gruppen mehr und mehr auf die Erde dann beheimaten können. Und von diesen neuen Gruppenseelen würden dann die Menschen, die spirituellen Strömungen in der Lage sein, miteinander in Frieden zusammenzuwirken. Das hängt ab, ob es gelingt, Gruppen in die Lage kommen, diese neuen Gruppenseelen in ihre Gruppe zu beheimaten. Und diese neuen Gruppenseelen würden darauf warten, dass sie unter die Menschen kommen würden, und sie würden so sehnlich quasi danach dürsten und lechzen, weil eben der Streit unter den spirituellen Strömungen und unter den Anthroposophen, das ist noch viel schlimmer, als wäre es ein Streit woanders, hat Steiner beschrieben. Wenn sich zwei Anthroposophen streiten, dann hat das für die geistige Welt eine viel größere schädliche Wirkung, als wenn sich zwei andere streiten. Als Ausgleich müssen diese neuen Gruppenseelen durch diese neue Gruppenmethode des umgekehrten Kultus müssten für neuen Frieden wieder sorgen können. Und das war das Geheimnis, was er an seinem Geburtstag aussprechen wollte. Wenn man dann die Berichte liest, wie es den Teilnehmern in diesem Vortrag gegangen ist, so kann man Berichte lesen von Teilnehmern, die sagen, plötzlich hörten sie mit einem inneren Ohr, und das hatten sie noch nie bei irgendeinem anderen Vortrag von Steiner gehört, als hätte Rudolf Steiner mit Hämmern geklopft. Also das ist etwas, was ihr vielleicht kennt, was Rudolf Steiner ja erst bei der Weihnachtssagung gemacht hat oder in esoterischen Zusammenhängen, als er quasi die Bruderschaften, so in Bruderschaftszusammenhängen, dann hat er einen Hammer genommen und hat mit dem Hammer Klopfzeichen gemacht. Die Klopfzeichen sind Klopfzeichen gewesen, um die geistige Welt einzuladen, herunterzukommen, sich hereinzusenken in die Gruppe. Also das haben Menschen gehört, obwohl Steiner keinen Hammer in der Hand hatte. Er hatte keinen Hammer. Er hat nicht geklopft vor 1000 Menschen. Aber es gab viele, die hatten das Klopfen, das Hämmern von Steiner gehört mit inneren Ohren. So gewaltig war dieser Vortrag. Und es gibt Menschen, die in diesem Vortrag waren, die beschrieben hatten, dass sie also beschrieben hat, dass geistige Wesen sich durch diese Kraft des umgekehrten Kultus in eine Gruppe hineinsenken würden. Da gibt es Beschreibungen, wie dann auch wieder viele Menschen plötzlich wie gebannt nach oben starten. Und alle gucken genau an die gleiche Stelle. So als hätten einige gesagt, sie haben etwas gesehen und sie haben etwas gespürt, wie von heißem siedenden Wasser übergossen. So unvorstellbar stark war dieser Vortrag, und dieser Vortrag war selbst nämlich, das ist jetzt meine persönliche Vermutung eigentlich, aber ich will die mit euch teilen. Und dieser Vortrag war wahrscheinlich selbst von Rudolf Steiner so aufgebaut und mit dieser Kraft versehen, dass die Menschen, die in diesem Vortrag waren, in die Lage kommen, zu spüren, zu erleben, wie die Kraft von einem umgekehrten Kultus sein könnte. Und er hat also nicht nur darüber gesprochen, über den umgekehrten Kultus, sondern er hat ihn in diesem Moment wahrscheinlich sogar auch vollzogen. Und deswegen haben so viele Menschen einfach auch, waren zu Tränen gerührt und waren plötzlich auch wie außer sich und haben wie, also viele haben gesagt, es waren wie ein Pfingstereignis. So müsste man sich die Jünger vorstellen, die bei Pfingsten plötzlich alle aus einer, wie heißt es da, alle sprechen aus einer Zunge oder so, glaube ich, heißt es irgendwie. So haben das die Menschen beschrieben. Und so müssen wir uns das vielleicht auch vorstellen, wie ein umgekehrter Kultus in einer Gruppe sein könnte, mit welcher unvorstellbaren Kraft dieser ausgestattet ist.
So, und das wollte ich einfach mit euch mal kurz teilen, damit man sich ein bisschen vorstellen kann. Ich weiß, es ist jetzt natürlich auch noch ein bisschen theoretisch, aber mir gelingt es heute irgendwie nicht besser, das plastisch zu machen. Ich bitte da einfach um Verständnis. Danke, Michael. Michael, ich schaue gerade noch mal in den Chat und sehe so ein paar Bemerkungen, die vielleicht interessant wären, sie auch noch mal zu teilen. Eine Frage vom Joachim war: Wie geht der Umgerätekultus konkret? Eine andere Anmerkung, die gleich dahinter kommt, die gefällt mir sehr gut, die ist mir auch eingefallen. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter euch. Das, denke ich, ist Ja, das das ist es, Bild, genau. dass ein Geist, ein höheres Ja. Wesen. Ja, genau. Also dieser umgekehrte Kultus, der hat es in sich. So, das ist etwas, was nicht einfach so instinktiv gelingt, sondern dieser umgekehrte Kultus, weil ich sehe, es sind auch Fragen in die Richtung, wie funktioniert der? Also was, so was steckt dahinter? Und was ist die Methode davon? Und es gibt tatsächlich eine Methode. Und diese Methode ist ein Kultus. Und wer da sich ein bisschen beschäftigt hat mit den Formen von einem Kultus, weiß einfach, dass ein Kultus regelhaft aufgebaut ist. Und zwar seit Jahrtausenden gibt es eben diese Form von einem Kultus, der in vier Stufen abläuft. Also von in vier Stufen wird ein Kultus durchgeführt, eine Liturgie bis heute noch. In den Kirchen, auch in der katholischen Kirche kennt man das, dass begonnen wird, die geistige Welt quasi einzuladen. Das nennt man Offenbarung, Offertorium. Das ist bei einem Kultus immer der erste Schritt, die Offenbarung der geistigen Welt, das Geistige. Dann geht es in den zweiten Schritt. Vom Geistigen geht es dann in die, man nennt das Opferung. Dann kommt die Wandlung und dann kommt die Kommunion. Das sind die vier Schritte. Also Offenbarung der geistigen Welt, dann geht es quasi einen Schritt tiefer in die seelische Welt, das Astralische. Und das ist dann die Opferung. Und von dem Astralischen, von der Opferung geht es wieder eine Stufe tiefer. In den Stufe des Lebensleibes, Gewohnheitsleib, Kraftleib, Ätherleib, von diesem Prozess, des kultischen Prozesses, in diese Stufe, die nennt man dann eben Wandlung. Und die letzte Stufe, da geht es dann ganz herunter ins Physische. Und das ist die sogenannte Kommunion, bei der dann der Priester quasi die Hostie den Gemeindemitgliedern wirklich auch physisch darreicht. Aber diese Hostie hat sich verwandelt, transsubstanziiert. Also sie hat Geistiges. Sie ist quasi ein Teil von einem sakramentalen Prozess geworden und enthält reell wie Geistiges. Also das ist wie so eine Art Magie, sakramentale Magie, die stattgefunden hat. Dass also diese Hostie, Manna, dass das nicht nur rein physisch zu sehen ist, sondern da ist wie so ein alchemischer Prozess gewesen in der Umwandlung, in der Opferung, in der Offenbarung. Und dadurch, dass diese vier Stufen quasi wie regelhaft eingehalten worden sind, ist eben diese Wandlung zu reellen Prozess geworden, dass in einem physischen Substanz etwas magisch, geistiges, transsubstanzielles, also etwas Übernatürliches, Platz finden konnte. Das ist der normale Weg von einem sakramentalen Kultus. Und jetzt sagt Rudolf Steiner, dieser sakramentale Kultus hat eine unvorstellbare Kraft der Gemeindebildung. Ja, deswegen sind die Gemeinden bis heute ja noch, natürlich, es verändert sich gerade, aber über Jahrtausende konnte eine Liturgie, konnte eine Messe, konnte ein Kultus auf der ganzen Welt mit einer unvorstellbaren Anziehungskraft Gemeinden bilden. Und jetzt kommt eigentlich der springende Punkt, den man verstehen muss, wenn man den umgekehrten Kultus verstehen will. Und das ist unglaublich wichtig, dass man diesen Punkt versteht. Also nochmal, beim sakramentalen Kultus wird die geistige Welt eingeladen
um ihre Kraft, vermittelt durch Priester und durch die Gemeinde, dann in die physische Welt hinein zu opfern, um diese physische Welt zu vergeistigen. Ja, das ist nicht mehr nur dieses Stück Hostie, ist nicht mehr nur einfach ein Stück Brot und Schluss, sondern das ist jetzt plötzlich viel, viel mehr. Da steckt tatsächlich eine, wie eine Art Christuskraft ist in diesem Brot. Und nicht nur symbolisch ist das zu denken, sondern vielleicht auch ganz reell. So, und jetzt kommt der umgekehrte Kultus, weil Steiner sagt, ihr müsst diesen umgekehrten Kultus verstehen, weil er analog zum sakramentalen Kultus die gleiche Kraft besitzen kann, wenn ihr den beherrscht. Deswegen bitte übt diesen Kultus in diesen vier Stufen. Und jetzt geht dieser umgekehrte Kultus nicht mehr von oben in vier Schritten nach unten, also vom Geistigen in astralische, ätherische, physische, sondern natürlich jetzt genau umgekehrt. Er geht jetzt hier von der Kommunion aus und geht hier von dem quasi von der physischen, von der materiellen Welt, von der ganz normalen Alltagswelt beginnend, geht er in vier Stufen nach oben. Also Kommunion. Und jetzt kommt schon was ganz Merkwürdiges. Vielleicht könnt ihr euch bei diesem Begriff Kommunion schon mal denken, weil so weit ist es nicht. Da assoziiert man natürlich sofort Kommunikation, Gespräch. Kommunion und Kommunikation sind verwandte Worte und das nicht zufällig. Also damit beginnt es. Kommunion in der ersten Stufe. Also es muss eine, also heute kennen viele gewaltfreie Kommunikation. Also muss auf der ersten Stufe, muss unter dem Menschen Frieden herrschen. Und wenn in der ersten Stufe unter dem Menschen kein Frieden herrscht, so sagt der Steiner, könnt ihr es quasi gleich von vornherein vergessen, in die nächsten Stufen kommen zu wollen. Und das ist schon der erste Schritt, bei dem viele Gruppen anfangen zu scheitern. Und das ist genau das, Ludwig, wenn ich dich richtig verstanden habe, wo deine Frage ja hinging. Weil schon beim Beginn ist es ganz entscheidend, dass keiner im Raum sitzt, wenn man miteinander arbeitet, der gegen irgendeinen anderen im Raum irgendeine Animosität hat. Wenn einer da sitzt, der sagt, die blöde Kuh, hätte ich fast gesagt, oder der doofe Hammel, oder wie auch immer, und schon wieder, das habe ich doch schon 100 Mal von dem gehört, wenn das stattfindet, also wenn das Herz, es ist jetzt übertrieben, aber wenn das Herz ein bisschen eine Mördergrube ist, also wenn man nicht im Reinen ist mit sich, mit dem, was im Herzen ist, wenn nicht bei jedem im Herzen ist, dass er jeden anderen im Raum akzeptiert, dann ist die erste Stufe der Kommunion, gewaltfreie Kommunikation, nicht erfüllt. Und deswegen gelingen ja auch diese Prozesse vom umgekehrten Kultus oft so schwer, weil schon die erste Stufe so anspruchsvoll ist, dass die meisten schon bei der ersten Stufe hängen bleiben. Ich könnte vielleicht ein Beispiel dazu aus meiner Erfahrung erzählen, die gleiche Gesinnung. Da habe ich einen Prozess erlebt, wo eben das Feststellen, dass wir gleichgesinnt sind, dieser Abgleich des Bildes, das wir von unserem Thema haben, was wir in der Gruppe bearbeiten wollen, dass das ein Prozess ist, meine ich, den du jetzt mit dieser ersten Stufe beschrieben hast. Dass wirklich alle blinden Flecken, alle Vorbehalte ausgeräumt sind. Und ich kann nur sagen, ich habe es zweimal in kleinen Gruppen erlebt, dass das gelungen ist. Und das ist aber eine Seltenheit, aber sage ich mal immer noch, es bedarf eines intensiven Bemühens, das gleiche Bild von dem, das gleiche Ideal zu entwickeln und, sage ich jetzt mal, ohne blinde Flecken vollständig zu entwickeln. Dann ist der Moment, wo ein höherer Geist oder wo ein weiterer Geist folgen kann, sage ich mal. Ja, genau. Richtig. Also ich würde gern also zur ersten Stufe nochmal
bisschen nochmal was dazu sagen auch. Und dann können wir auch die nächsten Stufen anschauen, weil ich sehe es in den Kommentaren, dass doch einige sich dafür interessieren. Es ist interessant, dass Rudolf Steiner eben bei diesem Vortrag zum Teil auch immer ganz konkret geworden ist. Und er sagt, die erste Stufe könnt ihr dann besser erreichen, wenn ihr, und jetzt kommt das ganz verblüffend Konkretes, wenn ihr in einen Raum geht, in dem ihr nachher zusammen seid, in dem ihr dann als Gemeinschaft euch bemüht, spirituell zu arbeiten. Und wenn es euch gelingt, wenn ihr schon in den Raum reingeht, in dem ihr nachher arbeitet, und die Türklinke zu diesem Raum drückt, dass ihr in diesen Raum und über die Schwelle zu diesem Raum, dass ihr mit einem Gefühl der tiefen Ehrerbietung eintretet. Ohne dass ihr in das Gefühl der Ehrerbietung geht, solltet ihr gar nicht in diesen Raum eintreten. So konkret hat er das manchmal beschrieben. Und wir haben in verschiedenen Gruppen üben wir das dann auch, dass wir dann am Anfang schon uns versammeln vor dem Raum und jeder versucht dann auf seine Art, versucht dann schon in dieses Gefühl der Ehrerbietung, also der Devotion, der Demut, der, wie kann man das noch beschreiben? Also so eine Art Bescheidenheit ist das eigentlich. So in dieses Gefühl zu kommen und mit diesem Gefühl sollte man in den Raum gehen. Ganz bewusst die Klinke herunterdrücken, ganz bewusst schon quasi über diese Schwelle gehen. Und alle, die in der Hochschule sind, wissen ja auch, was es bedeutet, über eine Schwelle zu gehen. So, das sind dann auch Schwellenhüter. Und dann stehen dann an der Tür stehen dann auch Menschen, die quasi wie ein Schwellenhüter fungieren und einem die Hand geben und einen begrüßen zu diesem Abend. Und wenn man das tut, das ist schon ganz praktisch quasi, wenn man das tut, betritt man diesen Raum ganz bewusst und geht ganz bewusst in diesen Raum hinein, streift seinen Alltagsmenschen ab, und geht in den Raum hinein, so als wäre es wie eine Art geheiligter Raum. Ich war Waldorflehrer viele Jahre und weiß einfach, wir haben das praktiziert bei uns immer wieder mal, dass in den Konferenzen, ich war auch oft Konferenzleiter, dass wir in den Konferenzen uns immer erinnert haben, hey, pass auf, wichtig ist, wenn ihr in den Unterrichtsraum geht und Schüler unterrichtet in eurer Klasse, dass ihr, bevor ihr, so hat Steiner nämlich auch einmal ausgedrückt, bevor ihr in den Raum geht, solltet ihr euren Alltagsmantel, so hat er das beschrieben, dann solltet ihr euren Alltagsmantel ganz bewusst an einen Kleiderhaken, also natürlich innerlich gemeint, sollt ihr vor dem Klassenzimmer an einen Haken hängen. Und ihr dürft nicht mit eurem Alltagsmenschen eine Klasse betreten, die ihr unterrichtet. Also ihr müsst reingehen, und euer Idealmensch betritt den Raum. So hat er das einmal formuliert. Und als Waldorflehrer habe ich mir das immer vorgenommen. Und es war mir immer sehr wichtig, das zu üben, bewusst über die Schwelle in den Raum zu gehen und den Alltagsmenschen hinter sich zu lassen, um in dem Gefühl der Ehrerbietung dann erstmal stehend, zum Beispiel, und dann spricht man einen Spruch oder man spricht dann den Wochenspruch. Also bei uns ist es oft so, dass wir auch gern singen zusammen und dann gibt es verschiedene quasi wie kleine Rituale, die man dann sich als Gruppe aneignet. Es kann dieses oder jenes sein, aber entscheidend ist eigentlich in diesem Gefühl zu bleiben. Das ist das Entscheidende. Und wir haben es dann auch immer wieder mal mit Konflikten zu tun und dann gab es schon Situationen, dass Menschen, die sagten, ich bin heute geladen. Die sagten, also ihr müsst euch vorstellen, man steht dann quasi vor dem Raum und alle wollen rein, klar. Und dann gab es schon Situationen, wo dann jemand sagte, hey, tut mir leid, ich bin heute geladen. Ich habe mich herumgeschaut und habe jedem in die Augen geschaut und habe entdeckt bei dem Freund X oder Y, geht es mir heute einfach nicht gut. Ich komme einfach mit diesen Menschen nicht heute
komme ich nicht aus einer Spannung raus. Ich schaffe es nicht, diese Spannung mit diesen Menschen, die ich habe, abzustreifen. Und ich verzichte, solange ich das nicht kann, verzichte ich, an diesem Abend teilzunehmen. Und das hatten wir schon. Und das ist so heilsam. Und natürlich kann nach einer halben Stunde geht dann vielleicht die Tür auf und dieser Mensch sagt, ich habe jetzt einfach mich so weit innerlich wie besänftigt, dass ich in der Lage bin, diesen Menschen ausreichend zu akzeptieren. Weil es ist nicht unerheblich, mit welchen Gefühlen man zusammen in einem Raum sitzt. Das unterschätzt man. Also dieses gemeinsame Gefühl der Ehrfurcht voreinander ist die unterste Grundlage, damit sich diese Schale bildet. So viel wollte ich einfach nochmal zur ersten Stufe sagen. Und jetzt komme ich auch schnell zur zweiten, dritten, vierten Stufe, damit wir vielleicht einmal kurz zumindest mal gehört haben, wenn es recht ist. Also die erste Stufe, die ist dann so, dass es darum geht, nicht über etwas zu sprechen an diesem Abend. Also wie oft gibt es in den Gruppen immer Gespräche über etwas? Ja, man spricht über alle möglichen Themen, esoterische Themen, politische Themen, so wenn man sich trifft, ganz intellektuell und zitiert. Und macht Meinungen und so weiter. Das ist die erste Stufe. Man muss es schaffen, nicht über etwas zu sprechen, sondern aus etwas zu sprechen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll eigentlich. Also der Sprung von einem toten Denken, der Sprung von einem toten Gedanken, so beschreibt das Rudolf Steiner in dem Vortrag, von einem toten Denken und toten Wissen ausgehen, zu der Welt der Ideen zu kommen. Versucht, hinter die Gedanken in die Welt der Ideen zu kommen. Das ist die Stufe 1. Also Plato, Höhlengleichnis, nicht mehr quasi an der Höhlenwand die flackernden Schatten zu beschreiben, sondern den Blick umzudrehen. Und jetzt die Welt der Ideen. Was ist hinter diesem Gedanken, die Welt der Ideen zu erfassen? Wir können nachher vielleicht nochmal ins Gespräch kommen, damit einfach auch deutlich wird, wie anspruchsvoll dieser Weg eigentlich ist und wie unglaublich wertvoll es ist, wenn man diesen Weg übt, weil das Geschenk, das man bekommt, wenn man es schafft, hochzuklettern, damit umso größer ist natürlich, wenn man es schafft. Also erste Stufe, vom toten Gedanken in den lebendigen Gedanken, ins lebendige Denken zu kommen. Nicht zitieren, sondern aus Erfahrungen, immer aus dem Herzen heraus sprechen, immer in Ich-Botschaften sprechen, nicht aus totem Wissen heraus Meinungen irgendwie abzugleichen, sondern aus dem Herzen sprechen. Erste Stufe. Zweite Stufe. Jetzt sagt Rudolf Steiner, man bekommt diese Energie in eine Gruppe dadurch. Jetzt wird es richtig spannend. Woher kommt die Energie in Gruppen? Warum sind Gruppen manchmal so unglaublich explosiv? Warum sind Gruppen manchmal so kreativ? Und man fühlt sich, man sagt das im Flow. Das kommt daher, sagt Steiner, weil diese Gruppe plötzlich einen gemeinsamen spirituellen Idealismus gefunden hat. Das ist die Stufe 2. Die Gruppe findet jetzt einen gemeinsamen spirituellen Idealismus. Von der Idee, also Gedanke zur Idee. Von der Idee zum Ideal. Ja, das ist dieser Zweischritt. Gedanke, toter Gedanke, lebendiger Gedanke, lebendiges Denken, Ideendenken. Zweite Stufe, Ideendenken zum ideale Denken. Jetzt musste das, der Unterschied zwischen Idee und Ideal ist, dass die Idee mit Begeisterung, die alle erfüllt, das ist dieses pfingstliche Erleben, das über den Menschen eine Feuerflamme, also ihr kennt vielleicht diese Bilder, wo eine Pfingstgemeinschaft ist, und über allen ist so eine Feuerflamme. Kennt ihr solche Bilder? Und das ist die Begeisterung, diese Feuerflamme, und über jeden ist die gleiche Feuerflamme. Und alle begeistert das gleiche Ideal. Ja, wir wollen zusammen das Geheimnis vom umgekehrten Kultus ergründen. Das wäre jetzt mal als Beispiel. Also
Wenn wir jetzt alle so begeistert wären, dass wir sagen würden, wir sind so begeistert, dass wir uns entschließen quasi, den umgekehrten Kultus gemeinsam zu ergründen, dann hätten wir schon die Stufe 2 erreicht. So, das ist jetzt mal ein blödes Beispiel gewesen, was jetzt einfach irgendwie auf der Hand liegt, ist klar. Also, spiritueller Idealismus. Und jetzt passiert eigentlich dieses Alchemistische. Jetzt kommt das Alchemistische. Jetzt sagt einer, ich fühle, wenn ich diesen spirituellen Idealismus beim Thema umgekehrter Kultus habe, dann fühle ich mich so, als wenn ich quasi wie in einer, sage ich mal irgendwas, als wenn ich irgendwie mich erinnern würde an eine Zeit, wo ich mich gefühlt hatte in einem Kloster, wo wir zusammen 12 Mönche waren oder 12 Nonnen waren und wo wir zusammen etwas erlebt hatten. So ein heiliges Gefühl ist das. Als Beispiel. Und jetzt kann es passieren, dass wenn einer ausspricht, was in ihm vorgeht, ganz tief innerlich vorgeht, wie er sich fühlt, was in seinem Wesen rumort, wenn dieser spirituelle Idealismus quasi unter allen webt und lebt. Und jetzt äußert sich einer, er gibt quasi das Innerste preis, er lässt in sich hineinschauen, in seinen Kern hineinschauen und sagt, was das mit ihm persönlich ganz tief macht. Dann passiert diese dritte Stufe. Und zwar eben genau das, was ich versucht habe vorhin zu beschreiben. Jetzt kann eben diese Wesensbegegnung stattfinden. Jetzt kann der eine sehen, wie der andere quasi im Wesenskern ist, wie er quasi so eine Art göttlichen Funken in sich trägt und kann an dem erkennen, ja, das ist eine eigene Art von Erkennen, wacht er jetzt auf. Er wacht am seelisch-geistigen des anderen auf. Das ist eben diese dritte Stufe. Diese dritte Stufe kann erreicht werden, wenn man auf der Stufe 2 einem Menschen begegnet in seinem Innersten, wie sein innerster Idealismus an diesem Thema ist. Und wenn er in der Lage ist, das anderen mitzuteilen und die anderen so offen sind und solche offenen Ohren haben und Augen haben, dass sie in der Lage sind, das Wesen dieses anderen zu erkennen und wahrzunehmen, dann ist man in der Stufe 3, dass man erwacht. Und Steiner sagt, es ist ein noch höheres Erwachen. Der Mensch kann in drei Stufen erwachen, sagt Rudolf Steiner. Aber den normalen Menschen erwachen nur in zwei Stufen heute. Und dieses Erwachen in der dritten Stufe, also am seelisch-geistigen des anderen, das ist ein ichhaftes Erwachen. Dieses Erwachen können heute viel zu wenig Menschen. Das muss geübt werden. Und das ist dieses dritte Erwachen am seelisch-geistigen des anderen. Und eigentlich würde es mich wahnsinnig interessieren, ob jemand von euch sowas schon mal erlebt hat eigentlich. Weil das, ich glaube, viele Menschen, die sowas schon erlebt haben, für viele Menschen ist das ein ungeheures Erlebnis. Also viele können das nicht vergessen, jahrelang oder viele Jahre lang nicht vergessen, so ein Erlebnis. Wenn man mal wirklich in einen anderen ganz tief Einblick haben durfte, das ist ein erhebendes Erlebnis. Ich schweife jetzt ein bisschen ab und sage, was Rudolf Steiner einmal gesagt hatte, zwischen Ehepartnern und zwischen Menschen, die Freundschaften haben und Beziehungen haben, wie ganz anders heute eigentlich die Menschen Ehe führen sollten oder Beziehungen und Freundschaften führen sollten. Und er sagt nämlich, in der Zukunft wird es ganz entscheidend wichtig sein, dass ihr lernt, mindestens ein einziges Mal wach den anderen in seinem tiefsten Kern erkannt zu haben. Es muss mindestens einmal ganz ernsthaft stattgefunden haben. Und wenn ihr das einmal geschafft habt, den anderen, den Ehepartner oder einen guten Freund oder wen auch immer, einmal in einer Sternstunde
der Biografie im tiefsten Wesen erkannt zu haben, dann ist es eure Aufgabe, diesen Moment für alle Zeit in euer Gedächtnis zu bewahren. Und immer dann, und jetzt kommt das Dritte sozusagen, und immer dann, sagt er, wenn schwere Zeiten kommen, kann es euch helfen, dass ihr ganz bewusst an diesen einen Moment denkt. Und diesen einen Moment, wo euch der andere quasi in seinem Glanz, in seinem wahren Wesen erschienen ist. Und er sagt, es werden dunkle Zeiten kommen, wo er vielleicht auch nicht mal mehr glaubt an den anderen, weil es sich so verfinstert hat, weil es sich so negativ vielleicht auch verändert hat, dass Wolken an ihm vorbeigezogen sind, in schweren Krisen von ihm, dann ist es eure Aufgabe, immer treu an diesen Augenblick zu denken, wo ihr diesen Menschen im tiefsten Wesen erkannt habt und in seinem großen eigentlichen Wesen, in seinem Glanz, in seiner wahren Größe erkannt habt. Und dann solltet ihr diesen Moment in Treue immer wieder euch vor Augen führen und auch den anderen immer wieder diesen Moment vermitteln, wenn es nur geistig ist. Und das würde unglaublich große Folgen haben. Und wenn man das übt, dann würde man in der Ehe oder in Beziehungen, in Partnerschaften, in Freundschaften, würde man durch diese Übungen ein viel höheres Niveau von Beziehungen erreichen können. Und das ist ein bisschen ähnlich mit dem, was ich versucht hatte vorhin zu beschreiben, mit dieser dritten Stufe. Mit dieser dritten Stufe, wo man erwacht am geistig-seelischen des anderen, indem man Stufe 1 und 2 eben gegangen ist. So, und das ist diese dritte Stufe, wo diese Gruppe durch dieses Erwachen eben diese Sogwirkung erzeugen kann, dass sich etwas durch dieses Erwachen bewirkt, wie es, als würde ein Magnet, ich glaube, als würde ein Magnet plötzlich eingeschaltet werden. Also diese Erkenntnis des anderen bewirkt, dass plötzlich der Engel hinter einem, ich bin jetzt nicht hellsichtig oder so, aber ich habe schon mit einigen gesprochen, die haben gesagt, wenn dieser Moment stattfindet, ist es, als wenn plötzlich der Engel hinter einem mächtig die Schwingen emporschlägt. So ein Moment ist das. Und wenn das jetzt bei vielen in der Gruppe stattfindet, dann ist das dieser Moment, von dem Rudolf Steiner sagt, dass eine Gruppe eine Sogwirkung erzeugen kann, dass sich ein noch höheres Wesen, also ein Gruppengeist, eine neue Gruppenseele, ein noch höheres Wesen als eben der einzelne Engel ist, ein noch höheres Wesen könnte dann, weil eben die Kraft quasi so stark ist in der Gruppe, die Sogkraft, die Saugkraft, die Magnetkraft so stark ist, dann würden dann höhere Engelwesen, Gruppenseelen würden dann eingeladen werden, angezogen werden, in diese Gruppe sich zu beheimaten. Und das ist dann die vierte Stufe. Und das ist dann der gesamte umgekehrte Kultus. Und das ist quasi das Geheimnis des umgekehrten Kultus, wie Rudolf Steiner sagt, dass ihr müsst verstehen, dass es analog ist zu dem riesengroßen magischen Geheimnis, wenn ein Priester eine Hostie verwandelt, in etwas Heiliges verwandelt, wo quasi die Christuswesenheit Präsenz hat. So müsst ihr in die Lage kommen, in Gruppen so zu arbeiten, dass höhere christliche Wesen, also jetzt im umgekehrten Schreiten von unten nach oben, müsst ihr so eine starke Kraft entwickeln, dass eine Christuswesenheit, ein höheres geistige Wesen bereit ist, sich in eure Gruppe zu beheimaten. Und das ist das Geheimnis ja auch, das vorhin auch schon angesprochen ist, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Und man spricht sie immer so leicht aus. Jeder verwendet dieses Zitat. Aber was an unvorstellbarer Kraft, aber auch Mühe dahinter steckt, glaube ich, macht man sich kaum bewusst.
Und das ist eigentlich jetzt mal im Gesamten mal der Versuch, der bescheidene Versuch gewesen, diesen umgekehrten Kultus als Gesamt mal darzustellen. Danke, dass ihr, ich spüre, ihr habt gelauscht, obwohl ich das gar nicht so direkt wahrnehmen kann. Ja, danke Michael. Jetzt würde ich noch mal einen Blick in den Chat werfen, was da noch an Fragen oder Bemerkungen da sind. Ich sehe zwei Fragen hintereinander oder Bemerkungen. Was hat die Stufe 3 mit Opferung zu tun? Und dann noch mal die Bemerkung, Stufe 3 ist die Wandlung. Da meine ich, reden wir von Kultus, umgekehrter Kultus. Aber vielleicht kannst du den Begriff Opferung und Wandlung da vielleicht noch mal eine Brücke bauen, wie wir das in dem Zusammenhang sehen. Ja, genau. Also man muss sich jetzt vorstellen, dass der umgekehrte Kultus ja auf dieser unteren Stufe statt beginnt, also der irdischen Stufe beginnt. So, man kommt rein in den Raum, man hat quasi noch die alltäglichen Themen. Also man ist quasi in dem Bereich des Sachlichen, der Themen, der Gedanken. Das ist die physische Ebene. Kommunion, Kommunikation, Austausch, physische Ebene. Dann kommt eben die Wandlung. Man kommt jetzt eine Stufe höher von Gedanken, toten Gedanken in lebendiges Denken. So, das ist quasi schon der Weg in die zweite Stufe. Lebensleib, lebendiges Denken von der Ätherkraft auch, lebendige Lebenskraft, Lebensäther. Das ist die Stufe 2. Idealismus, also das Entwickeln von seelischen Kräften. Also da kommt Begeisterung, kommt dann rein. Das ist quasi das Opfern der Subjektivität. Also wenn ich mich begeistere an etwas Höherem, das außerhalb von meinem persönlichen subjektiven Empfinden ist, wenn ich mein subjektives Empfinden und mein subjektives Urteilen und meine Lust am Urteilen, ich glaube, jeder kennt das, man hat unglaublich viel Lust, alles zu beurteilen. Und diese Lust am Urteilen, wenn diese subjektive Lust am Urteilen, wenn die zur Seite geschoben wird, wenn man diese Urteilslust quasi opfert und vom Subjektiven dann sein eigenes persönliches Weltbild oder seine eigenen persönlichen Lebenserfahrungen, die eigentlich irgendwie auch egozentrisch sind, wenn man dieses Egozentrische hinter sich lässt, das ist diese Stufe. Und wenn man das Egozentrisch, wenn man das Ego opfert, dann kommt man in die andere Stufe. Das ist wie mit dem Auge, wenn das Auge nicht mehr egozentrisch ist und sich selbst anguckt, sieht es. Und solange man quasi in sich selbst die Seele noch in sich die Seele so hat, dass es sich selbst immer spiegeln muss, dann ist es das wie mit dem Auge. Wenn das Auge nur quasi sich selbst sehen würde, weil es in sich verschmutzt ist, dann sieht es nicht nach außen. Dann bleibt es subjektiv und dringt nicht in das Wesen eines anderen ein. Also muss ich mich erstmal von meinem subjektiven befreien, muss es opfern, dass ich werde wie ein Auge, was klar wird, rein wird, und dann kann die Seele in die Seele eines anderen quasi wahrnehmen. Das ist diese dritte Stufe der Opferung. Dann sehe ich, hier ist noch erwähnt, es ist nachzulesen in der GA 257. Genau, GA 257, Anthroposophische Gemeinschaftsbildung. Vortrag 27. Februar. Und es gibt noch einen zweiten Vortrag, den hat er ein paar Tage später in Dornach gehalten, weil ihm klar geworden ist, dass der Vortrag an seinem Geburtstag in Stuttgart nicht ausreicht. Und da hat er dann in Dornach, er ist dann nach Dornach gefahren und hat mal eine Ergänzung zu seinem Vortrag zum umgekehrten Kultus gebracht und hat in diesem Vortrag nochmal eine Tugend ganz besonders herausgestellt. Und die ist heute, glaube ich, noch viel wichtiger wie damals. Das ist die Tugend der Toleranz. Und er hat diese Tugend der Toleranz, das ist eben, was wir vorhin sagten, mit der Opferung. Und hat diese Tugend der Toleranz nochmal in den Mittelpunkt gestellt. Der ist auch in diesem Band 257 enthalten. Genau, zur vierten Stufe kann ich gerne noch ein bisschen was sagen.
Aber diese vierte Stufe ist die einzige Stufe, so erlebe ich es immer wieder mal, bei der man nicht aktiv dafür sorgen kann, dass sie sich ereignet. Also diese Stufe hat in meiner Erfahrung so etwas wie ein Gnadenelement. Also diese Stufe ereignet sich quasi aus, als wie ein Gnadenakt, weil diese Gruppe wie ausersehen wird von den höheren Mächten. Und da muss man quasi darauf warten, ob sich das ereignet. Also man kann Stufe 1, 2, 3 quasi selbst mit seinen menschlich-sozialen Fähigkeiten kann man die anbahnen. Aber ob dann die Stufe 3, auch 4 dann auch wirklich stattfindet, das ist quasi wie so ein Gnadenakt. Und manchmal spürt man dann am Ende von so einem Abend, plötzlich fangen die Menschen an, Dinge zu sprechen, die eine ganz hohe Weisheit tragen, die plötzlich ganz anders klingen aus dem Mund von dem, wo man immer vorher sagte, ich habe schon 100 Mal von dem gehört, ich mache die Ohren zu, weil ich schon gar nicht mehr den hören kann, weil ich schon ganz genau weiß, was der sagt, ja. Also er spielt immer seine gleiche Platte ja ab. Und plötzlich kommt genau von diesem Menschen kommt eine ungeheure, überraschende Weisheit. So hatte ich es immer wieder mal erlebt. Und dann spürt man diese Weisheit, diese große Weisheit, die die gesamte Gruppe vielleicht auch ein Stück weiterbringt, kommt durch irgendeinen dieser Menschen und man spürt, das ist eine Inspiration gewesen. Das war nicht irgendwie aus dem Kopf. Das war keine Kopfgeburt jetzt, sondern das war jetzt ein Geschenk, das wir bekommen haben, weil wir so offen waren und diese Schale gebildet hatten. Jetzt ist in einen von uns diese Weisheit, diese Inspiration gekommen, die uns aber dann, das spürt man dann am Ende, wow, das war jetzt richtig dichte Atmosphäre und das hat uns, das bringt uns jetzt weiter. Aber wie gesagt, es ist, man kann Stufe 1, 2, 3 kann man bewusst anbahnen, aber Stufe 4 ist wie ein Gnadenakt. Also so viel kann ich sagen aus meinen auch eigentlich wenig Erfahrungen, bescheidenen Erfahrungen eben mit der Stufe 4, weil das ist ein seltener Glücksmoment eigentlich. So erlebe ich es zumindest. Ja, Michael, ich lese gerade noch mal im Chat nach. Zum einen, das wäre dann also so ein Moment, so ein Pfingsterleben, wenn diese geistige Ebene, sage ich jetzt mal, sich meldet und eine Inspiration gibt. Und eine zweite Frage sehe ich da noch mal. Sprecht ihr das ab? Also wenn ihr solche Dinge macht, seid ihr alle in diesem Prozess bewusst und erlebt die Stufen 1, 2, 3 oder vier eben im bewussten Zustand und sprecht ihr darüber oder ist es ein eher etwas, was parallel, sag ich mal, einfach ist, zu merken, in welcher Stufe befindet man sich? Ah, genau, also das finde ich jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Frage, die da gestellt wird mit diesen Stufen. Also es ist ganz eigenartig. Wir hatten jetzt mal geübt, ich weiß nicht wie lange, jetzt bestimmt ein Jahr hatten wir da auch mal geübt jetzt. Und wir hatten das am Anfang unabgesprochen so gemacht, dass wir das gemacht hatten wie beim Tanzkurs. Also 1, 2, 3, links, rechts, 1, 2, 3, links, rechts und so. Also, und das hatten wir mehrere Abend so gemacht und verschiedene Methoden. Jeder hat mal den Abend geleitet in seiner Methode. Und dann hatten wir immer gesagt, so jetzt ist Stufe 1, wir reflektieren kurz, gehen wir in Stufe 2, wir reflektieren kurz, gehen wir in Stufe 3 und so weiter. Und das hatten wir gemacht wie beim Tanzkurs. Also die ersten Male beim Tanzkurs spricht man noch, reflektiert man noch, macht noch 1, 2, 3, rechts, links, 1, 2, 3, vor, zurück. Und irgendwann ist das so quasi in einem drin, dieser Rhythmus, dieser Takt, diese Bewegungsfolge, das ist quasi wie in Gruppen, die üben das dann, dass es in den Gruppen dann mehr und mehr wie automatisch selbstständig dann ablaufen kann. Ja, vielen Dank, Michael.
es kommt viel Dank jetzt, sag ich mal, über den Chat herein. Ja, ich denke, wir haben jetzt schon gut 1,5 Stunden gemacht. Ich meine, dass das Bild, das du uns gegeben hast, ein wunderbares ist, so ein tiefgehendes, dass das jetzt auch nochmal wirken darf und einsickern darf in uns. Und ich meine, für heute, glaube ich, haben wir eine wunderbare Erfahrung mit dir machen dürfen, mit deinem Vortrag, mit deinem Bericht. Und ich würde dann meinen, dass wir jetzt ganz langsam zum Ende kommen für den heutigen anthroposophischen Abend. Es ist vielleicht viel zu kurz gesprochen oder viel zu kurz gesprungen, dieser Ausdruck dafür. Ich denke, es war sehr, sehr wunderbar, die Erfahrung. Ja, in dem Sinn würde ich jetzt den Dank von unseren Zuschauern gerne nochmal an dich weitergeben. Herzlichen Dank dir, Michael, im Namen der Holiversität und der Rudolf Steiner Gesellschaft für deinen Vortrag, für deinen Bericht, für deinen lebendigen Bericht, sage ich mal, von dem, was du über den umgekehrten Kultus sagen konntest und die Erfahrungen, die du auch mitgebracht hast. Vielen Dank.